Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, heute haben wir in den Medien mitgeteilt bekommen, beziehungsweise es fing ja schon gestern Abend an, dass dieser Teil-Lockdown bis zum 10. Januar, verlängert werden soll. Ich zeige euch jetzt auf, dass diese Geschichte vollkommener Nonsens ist, wenn wir uns die Datenlage mal angucken. Hier ist vom 22.11. der Divi-Report. Wir sehen, wir hatten 79 Neuaufnahmen mit Covid-19 in intensivmedizinischer Behandlung. Das war jetzt der 22. Hier haben wir den 23. Dort hatten wir eine Veränderung von 33. Die invasive Beatmung, die lassen wir ein bisschen außen vor, weil die invasive Beatmung nicht immer tatsächlich im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung steht, sondern meistens aufgrund anderer Punkte oder aufgrund anderer medizinischer Notwendigkeiten eingeleitet wird. Hier haben wir, wie gesagt, am 23. 33 Neuaufnahmen auf Intensiv gehabt. Das ist jetzt vom 27. Dort hatten wir 28 Neuaufnahmen. Jetzt habe ich hier noch vom 1. Hier haben wir ein Minus von 7. Gestern, 2. ein Minus von 3. Jetzt gucke ich nochmal hier, ob wir zufällig jetzt schon die vom 3. abrufen können. Nein, können wir leider noch nicht. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich nachher in dem Video eine ähnliche Tendenz sehen werde. Dass wir also im Minusbereich oder wenn in einem ganz leichten Plusbereich sind. Wenn wir jetzt hier gucken, dass hier... Oh, sind jetzt die aktuellen Zahlen, cool. Dass wir also knappe 1200 Patienten haben in den Helios-Kliniken mit einem positiven SARS-CoV-2-PCR-Test. Auf über 16.000 Patienten, es ist eine relativ geringe Zahl. Die medizinischen Daten geben es im Moment nicht her. Die Behandlungsdaten, die wir hier aus dem Divi-Register, offiziell Robert-Koch-Institut, sehen wir, dass in den letzten Tagen immer weiter die Zahl der Menschen in intensivmedizinischer Behandlung aufgrund von Covid-19 beziehungsweise Covid-19-Verdachtsfälle nenne ich es jetzt mal und bestätigten Fällen, haben wir um die 4.000 Personen. Wie gesagt, um die 4.000 Personen bei 83 Millionen. Und die erzählen uns, wir müssen den Lockdown verlängern. Was soll denn das bitte? Dann haben wir noch ein anderes Phänomen, das sind einfach Sachen, die mir auffallen, die ich vermisse. Wir sehen immer wieder dieses Wellenmuster, immer wieder das gleiche Muster. Montags wenige Meldungen, Dienstag, Mittwoch gehen sie ein bisschen hoch. Das gleiche Phänomen haben wir hier. Auch hier haben wir Montag wenig, Dienstag wenig, Mittwoch ein bisschen mehr. Und jetzt kommen wieder die dicken Zahlen. Panikmache zum Wochenende, Fragezeichen. Dann haben wir hier immer noch diese Differenz. Die Zahlen zusammenaddiert ist geringer als die hier. Das heißt, es werden mehr Menschen als aktuell infiziert gewertet, als es die Zahlen der letzten 14 Tage hergeben. Das ist ein Punkt, den man vielleicht auch bedenken sollte. Dann verzeichnen hier diese Neumeldungen, es fehlt mir dort zum Beispiel die laborbestätigten Fälle. Wo ist die Zahl? Die taucht hier nirgendwo auf. Genauso die Zahl der Todesfälle. Wo ist der Beleg dafür, wie viele dieser Menschen mit einem positiven PCR-Test verstorben sind und wie viele durch die Covid-19-Erkrankung verstorben sind? Da auch, wo ist die Aufklärung über diese Zahl? Dann sehen wir hier ein ähnliches Muster, relativ ähnlich. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Spitzen, klar, wir testen wesentlich mehr. Und vor allen Dingen hier, unsere nette Regierung verarscht uns auch weiterhin mit dem R-Wert. Am Anfang hieß es, der muss unter 1 sein. Er ist seit Tagen unter 1. Er ist im Bereich 0,89, 0,95 gewesen. Es gab eine Zeit, wo wir hier in dem Sektor waren, da war die R-Zahl ein bisschen höher, da lag sie bei etwas über 1. Aber seit Tagen ist die bei unter 1, bei weit unter 1. Also, das ist eine Verarsche, die einfach nicht mehr zu halten ist. Also, jeder, der ein bisschen sich mit Mathematik beschäftigt, der sieht das eigentlich. So, hier haben wir, das ist eine Covid-Statistik. Ich hatte gerade eine ganz interessante Grafik nämlich hier geöffnet. Da stand nämlich ein ganz wichtiger Hinweis. Genau, hier haben wir das nämlich. Hier,
guck mal hier oben, auf den Hinweis, der dort steht. Das hier. Labor bestätigte Todesfälle durch Influenza an das RKI gemeldet. Und wir sehen auch hier die tatsächliche Todeszahl der Grippe. Der laborbestätigten Todesfälle ist geringer, als es in den Medien teilweise erzählt worden ist. Also wir haben hier eine Verarsche, die ziemlich läuft, wo wir sehen, dass mit Zahlen, mit nicht sondierten Zahlen extrem Panik geschürt wird. Wie gesagt, dieser Trend hier korrigiert mich. Ich sehe den, seitdem ich diese Videos mache, sehe ich diese Wellenform in dem Trend. Das ist, also für mich hängt das schon, sieht das schon nach einem mathematischen System aus, um Täuschungen vorzubeugen. Um gerade zum Wochenende hin Panik zu machen, um die Leute in Panik zu versetzen. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr das genauso seht, dass die, dieses Muster für euch auch ersichtlich ist, dass immer zum Wochenende hin die Zahlen steigen. Wie ihr das seht mit der Lockdown-Geschichte, mit der Verlängerung im Bezug auf die Divi-Zahlen der letzten Tage und dem, was ich euch jetzt gerade auch an vorherigen gezeigt habe. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Meine lieben Menschen, weigert euch Feinde zu sein.